Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Folge 51 schon von Pokémon Mond. Ja, wir kämpfen jetzt gegen diesen Herrn Wanderer. Vor dem Bergsteigen muss man immer den Berg und die dortigen Pokémon und Trainer studieren. Und dann versuchen wir unsere Reise fortzusetzen, dass sie irgendwann zu dem Plateau kommen, wo Lilly uns erwartet. Oder wir vor Lilly ankommen, je nachdem, wie das aussieht dann. Aeopteryx. Fluggestein. Trifft sich, glaube ich, ganz gut. Akrobatik. Aber ist jetzt nicht so das, was uns gefährlich wird. Ihm aber schon. Also meine Eissperre werden ihm gefährlich. Von Sandama. Sehr schön. ...1409. Perfekt. Pikachu erreicht Level 56. Ramaidon, wir kämpfen weiter. Ich würde sagen, Ramaidon ist die weiter mit nochmal Cognodon. Und nochmal Eisbär. Da wirkt nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Dreimal. Passt. Antikraft. Mal ganz cool, Eisbär. Dann sollte das Thema gegessen sein. Und unser Sandama wird immer stärker. Der Tutsi erreicht Level 55. Die Ausrufe der Berg ruft und in Bergnot kann man im Eifer des Gefechts schon mal verwechseln. Okay, wir dürfen hier schon wieder raus. Wo geht's da hin? Kampf aus Galopp. Ein Golbat erscheint. Bin ich aber froh, dass wir gekommen sind. So, findest du das Item Flucht sein? Ich wollte gerade sagen, brauchst du eine Zeit lang, du. Ich liebe Pokémon, ich liebe es zum Kämpfen, bla 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 bla. Am meisten liebe ich es aber zu gewinnen. Okay. Mal schauen, ob du es auch diesmal tust. Veteranin Ute, drei Pokémons. Die fängt an mit Star. Wir fangen an mit Sandama. Probieren wir mal Eisbär. Setzt Lake ein. Okay, wird gar nichts. Du bist dran, Pikachu. Sehr effektiv. Starmie wurde besiegt. Sehr schön. Tukanon erreicht Level 48. Lamelux ist ein Pflanzen-Pokémon. Fuego, du bist dran. Und einmal Flammenwurf, bitte. Oh, oh. Nochmal Flammenwurf. Diesmal wirkt's.
Fiaro vom Typ Feuer. Dem wirken wir mit Quajutsu entgegen. Und einem fetten Wasserschuriken. So, Fiaro wurde besiegt. Und wir gewinnen den Kampf. Volvok noch Level 54. Ich habe verloren, aber mein Team liebe ich trotzdem. So, wir dürfen unser Team jetzt heilen, weil wir es so lieben. Bis die Sonne fast durch die Reihe vernichtet hat. Mein letzter Energiestopp. Eine Trainerin ist da noch. Ich muss einen Trainer nur sehen, um genau zu wissen, wie stark er ist. Ja, sehen wir gleich, ob du das weißt, Mrs. Astrainer Becky. Mit einem Dressella kommt uns her entgegen. Und zwar mit einem Eisbär. Oh oh. Tja, hat nichts gebracht, liebes Dressella. So, da haben wir recht, Level 49. Sehr schön. Sneebuna. Eis und Licht. Übernahme. Tja, da kannst du lange warten, liebes Nibuna, weil du bist K.O. Wow, dein Team ist ja der Wahnsinn. Ich muss ganz klar die Niederlage einräumen. Kein Problem. Wo bin ich denn jetzt? TM99 Zauberschein. Raus hier. Und unser Abenteuer geht weiter über diese Brücke. Lilly, ich bewundere dich, Matze. Den Canyon von Pony zu durchqueren ist alles andere als leicht. Finde ich zumindest. Da oben saßen drei Kramurks. Weißt du was? Ich mache das jetzt. Ich werde diese Brücke überqueren. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sehr ich davor Angst hatte, die Hängebrücke am Mahalo-Bergpfad zu betreten. Und das, obwohl Wölkchen in Gefahr war, in Gefahr schwebte. Mir schlotterten richtig gehend die Knie. Richtig gehend. Aber die Höhe macht mir nichts mehr aus. Sieh gut zu, das ist jetzt meine Prüfung. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit.
Klar. Ha. Mats, ich hab's geschafft. Ich hab die Prüfung bestanden. Wir bedanken uns noch bei den Krambuchs, danke. Ich habe es ganz alleine geschafft. Bist du ein bisschen stolz auf mich, Matze? Natürlich. Hihi, danke. Und deine Pokémon sehen auch so aus, als könnten sie eine Rast vertragen. Dankeschön. Aber keine Sorge, ich habe nämlich genug Hypertränke, Beleber und Äther dabei. Nur in Sachen Topschuss könnte es vielleicht eng werden. So, wir gehen weiter. Da laufen Pokémon rum. Ring! Ich muss sagen, verschwinde, lauf weg. Zu spät. Ein Rockerer hat uns angegriffen. Verdammt, ich habe ganz falsch gemacht. Flucht. Apropos Topschutz, haben wir einen? Wenn ja, setze ich den jetzt mal ein, weil mich nervt das gerade. Bälle mit dem Schutzband, Lucky Punch. Da war ein Topschutz, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Einmal haben wir ihn. Jo. Wir haben es falsch gemacht. Müssen wieder raus. Sagen, der schiebt den jetzt zu Ende. Das war dann richtig. Mein Gedanke war schon richtig. Wir müssen den hier unten reinschieben. So. Was kommen wir hier in das Item hin? Das ist Top Genesung. Den müssen wir jetzt da reinschieben. Und den müssen wir da oben reinschieben. Wo geht's nach oben? Wo geht's dahin? Nochmal raus. Du findest das Item Finsterball. Ah, Zygarde-Würfel. Hat mal wieder was absorbiert hier draußen. Und wir klettern dann mal nach oben. Und da wartet ein Trainer auf uns. Solange es im Namen der Forschung ist, bin ich immer und überall zum Kampf bereit. So wie Professor Birk, mein großes Vorbild. Forscher Jason. Speer. Lass uns das mal probieren. Ja, wird ganz okay. Werden wir mehr als zweimal treffen, glaube ich. Okay. Viermal getroffen. Abschlag.
Und nochmal Eisbär, das war gut. Das war sogar perfekt, würde ich sagen. Zweimal getroffen, Slimer wurde besiegt. 1294 für uns. Fuego erreicht Level 52. Und jetzt setzt das nächste Magnezone ein. Das klingt vom Typ Stahl. Fuego, du bist dran. Stahl-Elektro ist das, glaube ich. Elektro-Stahl. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall müsste Flammenwurf sehr effektiv sein. Das ist auch der Fall. Ah, oh, Robustheit, kacke. Haha. Lichtkanone. Kann noch einsetzen, bringt ihm aber nicht mehr viel. Denn die Verbrennung wird ihm nicht schaden. Und dann ist es besiegt. Um an bestimmten Orten Forschung zu betreiben, braucht man einfach die Hilfe der Pokémon. Tja. Du solltest immer aufpassen, wen du herausforderst, mein Lieber. Hey, wer bist du? Ich gehe mit Entschlossenheit in diesen Kampf. In diesem Sinne, los geht's. Pankrenatsuki. Ein Snobillikat. Oh, ein Alola Snobillikat sogar. Juwelenkraft. Pikachu erreicht Level 57. Das ist als nächstes Kramschutz. Das ist Unlichtflug. Nein, wir kämpfen weiter. Die Entwicklung von Kramux. Die wir vorhin auf der Brücke gesehen haben. Eisbär. Und nochmal Dankeschön und Kramschiff. Geht baden. Ich hab zwar verloren, aber wenigstens habe ich dabei nur so vor Entschlossenheit gestrotzt. Ja, du hast es versucht. Drück mir so aus. Warte mal. Die Geste kenne ich, das ist doch Viola. Toll, du inspirierst mich glatt zu einem Bild. Ein Bild mit dem Titel, mal überlegen. Wobei, ich glaube, sie malt. Ich glaube, das ist Matsurika. Ich hab's. Reisender auf Pony. Ach ja, ich bin übrigens Matsurika. Ich bin der Captain hier. Wie dem auch sei, ich war gerade mal wieder auf der Suche nach Inspiration für meine Bilder. Insofern habe ich leider keine Prüfung parat. Der Canyon von Pony ist schon ein echtes Wunder, findest du nicht auch? Wenn du den Canyon durchquert hast, wirst du übrigens sofort verstehen, wovon sich Ilima bei seiner Prüfung inspirieren hat lassen. Ach, bevor ich es vergesse, hier ein Andenken an unsere erste Begegnung. Z-Kristall Silphium Z. Das ist der Z-Kristall Silphium Z. Hoffentlich bist du für eine geballte Ladung Z-Kraft bereit. Als Captain muss ich mir natürlich so meine Gedanken über die Prüfung machen. Wie wäre es mit einer Prüfung, bei der man ein Bild malen oder Blumen pflücken muss? Das wäre doch mal was. Dann mach's mal gut. Alola. Okay, also diese Prüfung werden wir da wohl dann auch im nächsten Spiel machen. In Ultrasonne. Dein Schutz wirkt nicht mehr. In Ultrasonne und Ultramond werden wir diese Prüfung bestehen, glaube ich. Lass uns eine Party feiern, eine Party mit kämpfenden Pokémon. Alles klar, mein Freund. Oh, wir haben schon wieder 20 Minuten. Das ist unser letzter Kampf dann für heute. Pandagro, und das ist gefährlich, weil das ist Kampf, Unlicht und wir sind Eis, Stahl. Oh, oh. Tukanon, du bist dran.
Vor der Pokémon-Liga müssen wir uns übrigens noch Aerium Z holen. Aber das weiß ich, wo man das kriegt. Also das ist gar kein Problem. Wir setzen Bohrschnabel ein. Gegen den kleinen Rabauken hier. Pandagros besiegt. Sehr schön. Tukanon erhält 1378. Level 49. Super. Sandame erreicht Level 50. Sehr schön. Gachuzo ist sogar Level 56. Und versucht Doppelteam zu lernen. Nein. Danke dir. Eure Angriffe hatten es aber in sich. Ihr habt mich echt schwer beeindruckt. Matze gewinnt 1408. So, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Oder unten warten viele Trainer auf uns. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao mit V.